Ich höre es schon glitzern. Das war lustig. Ich bin an der Wand vorbeigesprungen. Hey, wir kommen hier nirgendwo rein, ne? Alter, nicht die schon wieder. Ja, ich bin eigentlich richtig stark. Den habe ich dann getötet gehabt. Die Waffe. Da ist dein Kumpel erstmal draufgegangen. Okay, es wird an der Zeit für meine beste Waffe. Er hat seinen Kumpel zerlegt. Kick. Und mega geschnetzelte Attacke. Apropos, hier müssen wir sogar rein. Was ist ein Waffenbauplan? Hammer-Axt. Geil! Jetzt geht's los, die Hammer-Axt! Die heben wir uns noch auf. Wir sind gerade dabei, das Teil kaputt zu machen. Diese Stadt ist voll am Arsch. Relativ. LOL. Zack. Zack. Ihr solltet euch anstrengen. Die Waffe ist nämlich ziemlich mächtig. Gold, also noch mehr Specials. Es gibt so viele, ne? Und die sind alle tot. Ach, das ist ein Sägeblatt. Ach. Ist ja langweilig. Weg damit. Mal das hier. Mampf, Mampf, Mampf. Naja, wir könnten uns auch mal den Elektrohammer hier besorgen. Den finde ich eigentlich geil. Dort hat man gerade übel gehört. Klingenwaffen, da ist der Elektrohammer lustigerweise. Hauptsache, die zählen zu den Special-Waffen. Nicht nachvollziehbar, finde ich. Wenn ich mir überlege, dass das Teil hier so stark ist wie... Und die Mini-Motorsägen gehen auch voll ab. Mini-Motorsägen gehen auch voll ab. Gerade am Überlegen, ich könnte nämlich jetzt noch ein paar Minuten weitermachen und eigentlich echt schon komplette Woche gemacht. Das werde ich wahrscheinlich jetzt auch tun. Komplette Woche zu Ende. Let's playen. Wie das klingt. Ja, ja. Ich nehme nämlich gerade komplett für die ganze Woche Dead Rising auf. Also nicht wundern, dass ich kein einziges Mal Cut... Also kein einziges Mal gesagt habe... Ja, es sehen wann anders. Gerade nicht. Der Typ ist nicht so lecker. Ist hier eine Pistole? Nee. Oh geil, eine Panzerfaust, sehr schön. Schnauze, habe ich gesagt. Da richtig gesagt. So, enden Sie, meine Freunde. Das hat sich ja suboptimal. Da lag doch gerade noch was von mir, oder nicht? Hammer. Lol, ja.
Aber da. Da. Dankeschön. So, hier die Straße unter. Mann, 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 Mann. Immer diese fressigen, gefräßigen Mistviecher. Paff. Ach. Es geht. Hat er recht. Aber die Waffe ist einer der besten Waffen. Alter, sind wieder diese Psychopathen hier. Mit oh ja, da kommen wir drauf. Da kommen wir auf jeden Fall drauf. Den holen wir uns noch. Okay, jetzt geht's los. Zack. Zack. Ich hab mal ein bisschen aufgeräumt, sagen wir mal. So, aber nur ein kleines bisschen. Nein, ich will hier drauf. Zack. 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 Wer von dem Psychopathen hat eigentlich gerade das Teil hier aufgesprengt? Hi. Bye. Das aggressive Lego-Männchen will hier rein. Und will sich das holen. Dankeschön. Wow, Matsch. Was ist hier sonst noch? So, den. Jetzt ist meine Waffe kaputt. Als wären wir das normale Katana benutzen und dann... Haarschneidemaschine. Höhlenmenschknüppel, what the fuck? Höhlenmenschknüppel am Arsch. Irgendwie liegt hier immer sowas. Lol. Ist noch eine Scheibe vor. Shampoo. Klar. Nichts lässt sich so leicht abreißen wie ein Duschkopf. Gib mir mal was davon. Die Dinger sind nämlich echt praktisch. Momentan können wir auch zwei davon mitnehmen. Weil ich das Inventar gefüllt habe damit. Au. Hier ist wieder so eine schöne Feuerwehr-Axt. Oh, das hat schon ordentlich weh getan. Ja, du mich auch. Schlagstock-Action. Sind wir hier richtig? Ja. Irgendeins dieser beiden Teile konnte sich auch noch bewegen. Zack. 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 Problem an dem Schwert ist, obwohl das so stark ist, tötet die das nicht immer alle, sondern manchmal ein, manchmal kein. Aber Motoröl werde ich, glaube ich, jetzt immer mal häufiger mitnehmen. Was gut an dem Schwert ist, das geht schnell. Macht relativ guten Schaden. Ist leicht zu verwenden und sehr stabil. Und ist halt vielen Waffen überlegen. Weil es eben so unglaublich scharf ist. Oh, da haben wir richtig Schwein gehabt. Zack. Ach, hier oben drauf. Okay. Gib mir das Katana wieder zurück. Oben drauf. Okay. Oben drauf kommen dürfte kein Thema sein.
Ja, okay, das dürfte wohl dann doch ein Thema sein. Oder hier rüber. Nee, da komme ich so nicht dran. Da komme ich so nicht dran. Weg mit dem Kopf. Weg mit dem Müllsack. Naja, die Bienenkönigin, bla bla. Ach, immer noch. Da sind Waffenbaupläne, die wir noch nicht haben. Und ich glaube, die sind Auto. Ja, Mann. Ja, Mann. Alter, was ist das für ein Teil? Fühlt sich an wie ein Overcraft. Unglaublich hässlich, dieses Auto. Aber lustig bestimmt damit. Weg. Ja, du mich auch. Bezieh dich mal. Geht wohl. Kopf ab. Level 23 sind wir schon. Echt übel. Ich hab alles. Jetzt. Wow, du hast alles. Reich alles hier durch, damit ich es mir ansehen kann. Kein Thema, bitteschön. Wir sind drin. Sie ist irgendwo da oben im Funkturm. Sie am besten selbst. Oh ja, da tun wir. Aber erstmal gibt es wieder Waffenbaupläne. Gibt es hier ein paar Stück. Sache Funkturm. Funkturm erreicht. Jetzt Waffenbaupläne. Schrottbike, sehr nice. Da unten ist die. Aber oben gibt's Waffenbaupläne. Die juckern nicht mehr. Nein! Waffenbaupläne. Sie ist irgendwo da oben im Funkturm. Sie am besten selbst nach. Jo, mach ich. Ich wollte eigentlich die Waffenbaupläne haben. Mission! Was immer es ist, es lebt noch. Hey, ich will hier raus. Alles zu seiner Zeit, Bruder. Bist du Freund oder Feind? Hey, halt, halt, halt. Ich kenne den Kerl. Hi, Annie. Was tust du hier, Nick? Ich wollte fragen, ob du mit mir nach Angleton kommen würdest? Da ist was, was du sehen solltest. Verstehe. Du willst mich dem Kerl ausliefern, der mich sucht. Oh, dazu hat er keine Chance. Das wird nicht passieren. Mit Raten machen wir kurzen Prozess. Moment. Er ist okay. Ja, ich weiß nicht, was mich geritten hat. Woher wissen wir, dass wir ihm trauen können? Wir haben ein Flugzeug. Wir reparieren es. Und brauchen Benzin. Red, das wäre die Chance. Halt, halt, halt. Lass es mich beweisen. Nick, das ist Red. Er fühlt den Widerstand an seit... Ich bin Realist, Nick. Apropos... Könnt ihr mir beim Suchen helfen? Vielleicht kommen wir gemeinsam hier weg. Ja, ich kenne Leute, die Benzin haben. Aber sieh mal, Nick.
Die Regierung macht alle Überlebenden kalt, die sie finden. Sie retten sie nicht. Wenn du also ein paar Dinge für uns erledigen könntest, geh Ausrüstung verbrennen, Funkgeräte kurz schließen, Kameras ausschalten. Tust du's, dann haben wir einen Deal. Würden sie echt so weit gehen? Vielleicht musst du auch Realist werden, Nick. Gut, wir haben einen Deal. Du hättest auch keine Wahl. Spiel erfolgreich gespeichert. Anne, Winnie. Komm schon, ich will die Waffenbau... Ist doch nicht... Waffenbaupläne. 100 pro. Plus Granate. Sieht an den Schmerzpillen, die ich noch dabei habe. So. Dann machen wir doch mal eine Bummkanone aus Granate plus Schrotgewehr. Oh yeah. Vielleicht sollte ich es gesagt haben, aber ich bin ein Psychopath. Nein! Katana. Achte nicht weiter auf die Satellitenschüssel, okay? Kümmere dich um die Verkabelung. Das sollte reichen. Okay. Gibt's eigentlich noch einen Waffenbauplan, aber der scheint oben zu sein. Die Nachschubabwürfe sind schwer. Wir können sie nur verbrennen oder in die Luft jagen. Hier müssten noch Granaten rumliegen. Okay. Ich habe auf jeden Fall richtig viele Sachen jetzt zu holen. Hier unten ist ein Waffenbauplan. Yeah! Ein Fernzünder! Laptop! Dynamit! Immer noch zu viel in der Hand. Mit dem Laptop. Fernzünder! Der Typ ist der moderne MacGyver, ohne Scheiß. Will aber lieber... Komm. Ich will eigentlich lieber mein Katana, meine Bummkanone wieder haben. Danke. Katana ist fast kaputt. Das will ich auch erstmal weiter benutzen. Dann düsen wir mal hier wieder raus. Ausgang. Ausgang. Hier. Ems. Genau hier kommen wir wieder raus. Sehr schön. So, haben wir die ganzen Waffenbaupläne geholt. Und... ach ja, kein Ding. Was haben wir hier? Powerbohrer. Okay. Aber an dieser Stelle wird sich das Lego-Männchen, ich meine, werde ich mich von euch verabschieden. Guckt euch bloß das Gesicht an. Wir sehen uns nächste Woche Montag wieder, wenn es wieder heißt Dead Rising mit mir, dem Nefkara. Bis dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Okay, Leute, wir sehen uns. Haut rein. Ciao, ciao.